Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver, den Super Mega Randomizer, und ich am Trantini am Arsch, das ist wunderschön. Und ja, es geht weiter und wie ihr vielleicht seht, habe ich die Qualität ein bisschen hochgeschraubt, sowohl von der Auflösung her, wir sollten jetzt bei 480p sein, als auch die FPS-Anzahl. Und ich bin jetzt am absoluten Maximum meiner Leitung. Hurra! Aber ja, das wollte ich nur mal gesagt haben und das geht weiter. Ich fliege jetzt nach Dukatia City, weil ich nachschauen will, wann sich endlich Heistee endlich mal dazu bequemen würde, sich weiterzuentwickeln. Das wäre doch nett. Auf dem Weg nach Dukatia City. Da gibt's viele Menschen. Yeah. Gibt's wirklich. Mindestens 12. Okay, ich muss sehen. Aus dem Weg, dem Rocket-Mensch. In den unteren Untergrund. Weil da gibt es viele Untergrundsachen zu erledigen. Gegen euch habe ich schon alle gekämpft. Was hast du denn zu sagen? Hallihallöchen! Hallihallöchen, mein Freund! Du bist hier im Pokémon-Salon. Ich bin der Ältere und der Bessere der beiden Chauffeurbrüder. Ich bin um 500. Ja, dann mach scheiß dir mal glücklich mit deinen magischen Händen. Da. Alles klar, du wirst deinen Augen nicht trauen. Ja, das glaube ich nicht. So eine Schweinerei mit deinem Pokémon habe ich noch nie gesehen. Hier, fertig. Heißt, hier sieht fröhlicher aus. Ja, das kann ich mir vorstellen. Professor Eichfang, dem ist mir scheißegal, was Professor Eich sagt. So, und bei wem kann ich jetzt nachfragen, wie sehr mich mein Pokémon mag? Mir wurde viel versprochen im Chat und jetzt wird davon nichts eingehalten. Ich bin schockiert. Das finde ich ja... Pfui! Ernsthaft. Bei wem kann ich das jetzt nachfragen? Ist in einem Haus, das Mädchen. Okay, ich würde mal sagen, das wird dann wohl in Bills Haus sein, nicht im Untergrund. Puh. Untergrund ist alles, da gibt's die besten Waffen und Drogen und alles, was du dir so vorstellen kannst. Das ist wunderschön. Ich würde mal sagen, dieses kleine Mädchen kann mir da helfen. Ganz spontan, weil der alte Bill, der alte Haudegen, ist ja ziemlich dicke mit dem Pokémon. Bist du ein Trainer? Da habe ich eine sehr nützliche Telefonnummer für dich. Nein. Ich will nicht... Nein, ich will deinen Bruder nicht anrufen. Deine Mutter freut sich immer, bla bla bla. In welches Haus muss ich denn? Ja. Na gut. Ich finde es schon. Ich fahre einfach spontan gegen die Wand, weil die Steuer... Wow. Selbe Anordnung der Leute wie im anderen Haus. Welche Items, bla bla bla. Hört sich Pokémon gut, werden sie dich regelrecht lieben. Huch, lass mich einen Blick auf diese Pokémon werfen. Ich habe den Eindruck, dass es dir wirklich vertraut. Das bedeutet was? Welche Stufe der Liebsamkeit ist? Ich habe das Gefühl, dass es dir vertraut. Klärt mich auf, weil ich habe davon keine Ahnung. Stufe 2 von? Mit der Aussage 150 bis 249 Punkte. Ja, was bedeutet das für mich? Wie viel brauche ich denn für die Entwicklung? Ich kann mit Punkten und Zahlen in der Beziehung nichts anfangen. Oh, 220. Ah, okay. Das muss ich lieben, Emoji. Okay, ich lasse es mal hinter... Ah, es trampelt schon hinter mir her. Ich könnte ihm irgendein nutzloses Item geben, dann mag es mich ja mehr. Was habe ich denn schönes Nutzloses? Ein Mini-Pilz. Ich sehe, du bist doch auch ein Pilz-Fan wie ich. Du bist es ganz aus dem Häuschen. Ich bin auch ganz aus dem Häuschen. Ein Pilz! Tote dein Pokémon. Ahaha. Ich bin nahezu begeistert. Nach was soll's. Ich finde es grausam, wenn Menschen Pilze sammeln. Das ist nicht moralisch. Und wow, da geht's wieder los. Hey, da ein Eindringling. Alarm! Ja, du machst deinen Job gut. Da fliegen auch schon die R's herum, wenn du deinen Job so gut machst. Du Rüpel! Kleinstein.
Kleinstein, Kleinstein, Kleinstein. Schlagbefehl, Kleinstein. Nicht Gigasauger, das ist doch vom Typ Wasser. Eistee, wenn du jetzt verreckst, dann... Okay, das war nicht mal knapp. Wie sein Pflanzetyp. Pflanze ist cool. Und Schlagbefehl bringt schon wieder nichts. Stärke bringt doch was. Hör auf mich zu hauen. Na, Normaltyp? Nein! Achso, das ist ja ein Normalangriff, kein Kampfangriff, sonst wäre ich jetzt ein Kampftyp. Bum bum. Einstein tot und heißt hier auch dein Level. Upp. Oh Gott, das wird ja so ewig dauern. Ach, was soll's. Was soll's, was soll's, was soll's. Mehr heißt, ihr müsst ja selber kämpfen. Es bringt ja nichts, wenn ich... Nicht vom Typ Kampf, bitte. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich könnte der heißt ja auch einfach den EP-Teiler geben, aber sie muss ja selber kämpfen, damit sie mich ganz doll lieb hat, wenn sie mit mir Kämpfe gewinnt. Ach, ist das ein Scheiß. Aber das war ein guter Treffer. Das muss ich dir lassen. Heißt der heißt hier. Ja, ja. Mein Kopf zu. Heißt der. Wer ist der Nächste? Hallo, da bin ich dran. Na, da fällt mir ein, ich habe hier noch KitKats rumliegen. Ich glaube, wir machen mir eine Packung auf und knabber ein KitKat, während derselbe Kampf wie vorhin auch so an sich vorbeizieht. Und da raus, schokoladige Stange mit Waffelfüllung. Yay. Ja, okay. Auch kein Mülltreffer, ist ja widerlich. Nein, ich kann mir beim Laden eben nicht so Proteinzeugs um zu kaufen, weil eins davon mehr kostet, als ich insgesamt besitze. Ja, was war die Schwäche von Hauptboss, oder? Regnet. Werden deine Flügel nass und deine tolle Mähne. Nicht übernehmen. Nein, das war nicht. Flug war deine Schwäche, glaube ich. Es war Flug. Hör auf mich zu übernehmen. Und plätsch. Bist du jetzt. Nein, du bist nicht tot. Bist du tot? Nein, du bist nicht tot. Ja. Nicht nett. MG weiblich erreicht Level 20. Hurra. Kopfstoß, 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 Kopfstoß. Kopfstoß ist vom Typ Gestein und macht einen Arsch voll Schaden. Ja, wenn wir wieder bei der Maßeinheit. Wie viel? Ein Arsch voll. Anwender nimmt dabei auch Schaden. Das ist okay. Auf jeden Fall besser als diese blöde Schädelwumme. Mann, dieses Kapilz kann ganz schön viel mit seinem Kopf ausrichten, aber so ein Pilz ist auch... Haltet euch fern davon, die on rein. Und niemand ist cooler als ich, das ist offiziell bestätigt. Auf der Warentest sagt... Nein! Ja, das sagt er, der Stiftung Warentest. Und deswegen kann Wurm hier auch fliegen, gegen Entei. Entei. Oh Gott, der dritte, der kommt... Ne, Moment, es war ja der eine Professor, der die überstarken Viecher hatte, glaube ich. Nein, keine Gernpower, das hatten wir schon mal, Mr. Entei. Und... Quatsch. Gut. Fuck, mir fällt gerade ein, dass ich da draußen, also in der Stadt draußen, dass ich da eigentlich nach einem Laden suche. Ach egal, ich geh's dann eh nochmal zurück und heil meine Viecher. Es wird jetzt so nichts, wenn das auch noch vergiftet ist. So kann ich ja gar nicht erst anfangen mit irgendwas. Das geht nicht. Seht ihr eigentlich irgendeine Qualitätsverbesserung, Leute? Klärt mich mal auf, weil es sollte eigentlich ein gutes Stück schöner sein. Schreibt es in den Chat. Und in die Kommentare. Ich bitte darum, dass jemand, der gezielt nerven will, doch bitte auf ewig gebannt werden darf. Gebannt werden darf. Stimmt das so? Ich habe keine Ahnung.
Das habt ihr gehört, aber was ist jetzt mit fuck? Mit mit der Qualität, die Qualität. Was ist mit der Qualität? Habt doch ein Herz für die Qualität. Dum 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 dum. Hört mich über die Qualität auf. Das sind jetzt nicht mehr 25 FPS, sondern angenehme 29. Außerdem ist die Auflösung statt 380p auf 480. Ja, das ist wunderschön. Ich möchte gelobt werden dafür. Wie ein kleiner gemeiner Hund. Ruff, ruff, ruff. Dum, 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 dum. Hab vergessen, Tränke zu kaufen. Da gibt's nicht Safari-Eingang. Ah, Anemonia City gibt's Tränke. Wunderschön, es ist schöner. Dann bin ich begeistert. Schönheit ist schön. Ja. War ich nicht gerade im Pokémon Center? Doch, das war ich. Das war ich, das war ich, das war ich. Ich wollte nur Tränke kaufen. Apotheke geht mir am Arsch. Obwohl... Wo konnte ich denn nochmal das billige... Also das billige Kräuterzeug von mir. Nicht von mir, sondern für mich. Ja, egal. Da kaufen wir Tränke. Lassen wir mal so stehen. So, 5 Stück reichen. Vollkommen. Da hier kein Geld mehr. 822, hurra. Nicht mal mehr eine müde Mark. Sondern 2... ausgeschlafene Mark. 50. Ja. Ah, irgendwie freue ich mich schon, wenn Soul Silver zu Ende ist. Dieser Randomizer macht mich wirklich ganz verrückt. Mich kaputt innerlich. Das ist schrecklich. Aber ja, ich muss wieder sagen, die Aufnahme hier über den Stream ist wirklich sehr schön und angenehm. Ja, ja, ja. Du verlierst jetzt mal einen EP-Teiler, damit Heist hier irgendwann mal eine Chance hat, ein Level aufzusteigen. Aber wenn Heist hier ein Level aufsteigt, dann hat es die Chance, sich endlich mal zu entwickeln. Und das wünsche ich mir sehr. Hallöchen. Hast du immer noch nicht genug? Ab hier sind Sprengstofffallen im Fußboden versteckt. Ein falscher Tritt und alles fliegt dir um die Ohren. Sprengstofffallen. Das ist cool. Ich mag Sprengstoff, der macht so KABOOM! Geflor. Schlagbefehl haut doch rein, oder? Auf, oh, dich zu verwurzeln, ist ein Angriff, den du sogar wirklich lernen kannst. Das geht so nicht. Und mach Schaden. Na bitte. Plop, 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 plop. Seltsames Geräusch. Es wurde übrigens im Chat gerade gefragt, was mein Team in Pokémon XY ist. Dazu kann ich nur sagen, habe ich am Anfang vom letzten Part erwähnt. Schaut ihn euch an. Ja. Ja. 630. Wuppidu, das reicht schon fast für irgendwas. Allee, los! Schalelos. Jetzt verstehe ich das! Das ist schalenlos, weil es keine Schale hat, deswegen schalenlos. Ah, ich verstehe. Den Part von vorhin kann man sich bei Twitch auch anschauen. Und außerdem kommt der morgen für die Live-Zuschauer. Ich höre auf, das zu sagen. Ich bin ein Unlicht-Typ. Nimm dich in Acht von mir, du schalenloses Monster, du. Ein Raupi. Sehr ermüdend. Sehr, sehr ermüdend. Nicht Tripletten. Nein. Das ist ja ein Raupi. Das kann ja gar keinen Schaden machen. Warum mache ich eigentlich nochmal Drachenpuls? Das ist ein, bei HST, sehr, sehr schwacher Angriff. Aber für Raupi reicht das. Und ich hätte jetzt auch unglaublich gerne Sprühsahne. Das wäre ziemlich...
cool, dann würde ich für mich übersprühen vor Freude. Oder auch nicht. Keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen, hab keine da. Angriff sinkt. Stärke. Bang. Und Hooray. Oh, schon heißt sie, das reicht doch von der Waffe. Das reicht doch, das reicht doch. Na. Ah, das war wohl nichts. Item geben. Bitte leere. Emoji weiblich ist wieder voll fresh. Ich frage mich, ob hier diese Sprengfallen sind. Oh, eine Sprengfalle. Ich darf was fangen. Aber das will ich nicht fangen, weil es mir jetzt ehrlich gesagt scheißegal ist. Ich möchte viel lieber Heißtee trainieren. Stärke. Nicht der Todeskuss. Na. Gut, wilde Pokémon spule ich jetzt wieder vor, das ist mir jetzt egal. Das ist Urteilskraft zum Teufel. Auf mich. Boom. Auf dich zu heilen, du Arsch. Ich sehe schon, es wird so nichts. Aha. Schlagbefehl. Giftzahn, du Trottel. Du stirbst. Heißt, hier sollte ein sexy, sexy Level abbekommen. Und es muss nicht sein, dass es sich entwickelt, aber es will ich mal stark hoffen. Ich meine, ich habe jetzt viel für diesen Pokémon getan. Dann kannst du jetzt für mich auch was tun. Es lernt ja sogar schon Psychokinese. 90. Ja, Psychokinese kann Spezialverteidigung senken. Das ist ein bisschen besser. Okay, komm schon, komm schon. Yeah! Heißt, der entwickelt sich. Endlich! Boah, 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 boah. Glückwunsch, dein Heißtee wurde zu Super-Scheißtee. Ich bin entzückt. Mülltreffer! Das finde ich doch schön. Ich muss sagen, dieses Pokémon gleicht dem Original inzwischen 1 zu 1. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied mehr. Schutzschild werde ich eh nie benutzen, also weg mit dem Scheiß. Ja, yeah, ich hoffe, es ist wenigstens mal endlich stark geworden. Das wäre voll super. Komm schon, ST, du bist doch jetzt stark. Bist du stark im Vergleich zu den anderen? Joa, ja. Ja. Verdammt! Es hat mehr Angriff als Specky. Spezialangriff? Heißt der? Du bist stark. Wollte ich dir mal gesagt haben. Du bist stark geworden. Und jetzt ist Wurmi dran mit trainiert werden. Wann entwickelt sich denn Wurmi eigentlich? Ihr habt doch da immer den Überblick. Wurmi! Flieg! Nicht der Todeskuss! Ach du meine Fresse. War es gerade sehr effektiv? Wurmi! 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 Nicht Synthese! Ja. Nicht der Todeskuss, du stirbst jetzt. Upidu! Was ist das jetzt? Kam was aus dem Boden? Ach, Kleinstein. Ich kann ich doch kaputt fliegen, oder? Wusch. Samenbomben, du Schwein! Leute. Wurmi-Entwicklung, welches Level war das jetzt? 30 oder 35? Ich bin mir da jetzt unsicher. Mein Güte, jetzt ist aber echt mal genug. Ja, fick dich, Smogon. Blöder Tumorkopf. Ah, Wurmi, warum hast du so viel Schaden genommen? Auf Atze für Level 30, okay.
Das verstehe ich natürlich. Ich verstehe keinen. Aber ich finde es heraus. Ich glaube Level 30. So, Wurmi. Jetzt musst du dich noch entwickeln. Was ist das für ein Teleporter? Oh Gott, ich glaube, diese Basis wird richtig scheiße. Siegfried und Derby. Alles in Ordnung bei dir. Deine Pokémon sind ziemlich angeschlagen. Komm, ich gebe dir was von meinen Tränken ab. Arschloch. Ich habe gerade den Trank verschwendet. Los, MOP männlich. Lass uns für die Pokémon unser Bestes geben. Du bist so männlich. Danke. Jetzt ist er weg. Der Typ ist schnell unterwegs. Das muss man ihm lassen. Genau hier komme ich dann später durch. Ich muss jetzt weiter runter. Ja, quatsch mich an, du Arsch. Du kriegst die Tür nicht auf? Kunststück. Die ist doch passwortgeschützt. Oh Gott, das ist ja ein Trottel. Passwörter kann man knacken. Ich komme in dem 21. Jahrhundert. Itch. Okay, Lapras. Ich fliege einfach. Und... hui, ich kann fliegen. Ich bin entzückt. Zauberraum. Dieser Raum ist so bizarr. Die Dimensionen sind verdreht. Lapras ist weg. Nein. No. Warum kann jeder diesen Angriff? Wusch. Nein. Er ist gar ein bisschen länger da unten, sehe ich schon. Ja, du schläfst, Lapras. Was machst du jetzt, hä? Ja. Außer sterben. Was? Leben. Lass du dich, Lapras. Ach, ich darf mir jetzt nicht dieses Speeden wieder angewöhnen, weil dann bin ich wieder die ganze Zeit nur um alles überspulen und es ist ja dann irgendwann scheiße zum Zuschauen und so. Ja, ihr versteht schon. Und Schlagbefehl. Wuhu. Lapras ist weg. Ach, Sam ist ja gar nicht mehr im Team, sehe ich gerade. Nein, nein, nein. Themenkraft. Ah, Sperkido ist auch eine gute Verteidigung. Oh, nee, Themenkraft. Au, au. Ach, das war schwach. Friss meinen Voltackle. Du bösartige Kreatur. Ja, ich habe mich selber verletzt. Das war gut und clever. Meine Fresse. Dieses Kackvieh gibt eine Menge Erfahrungspunkte. Ganz Specki, 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 Fetzer. Okay, und hier unten gibt es... Siegfried! MOP männlich, du bist so männlich. Um den Schließmechanismus an der Tür zum Transmitterraum zu entriegeln, braucht es das Stimmprofil einer ganz bestimmten Person. Und zwar die von Team Rocket Vorstandsmitglied Lambda. Lambda? Wirklich? Ich konnte herausfinden, dass er sich im Bosszimmer versteckt hält. Ach, woran erkennt man denn ein Bosszimmer? Ah, egal. Allerdings lässt das Bosszimmer sich ebenfalls nur mit einem Passwort betreten. Dann mal los, MOP. Zuallererst müssen wir uns das Passwort zum Bosszimmer beschaffen. Yay. Bosszimmer. Es wird super spaßig. Ah, ich glaube, Specky wird ziemlich hochgelevelt, bevor wir jetzt nicht schon wieder einen Trank verschwenden. Aber andererseits muss ich wieder einen verschwenden, weil es führt kein Weg dran vorbei. Du. Okay, Leute, und ich würde sagen, ich mache wieder meinen obligatorischen Speicher-Rerer. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Und für alle Stream-Zuschauer, ich werde mir jetzt auch noch kurz in die Aufzeichnung davon reinschauen, wegen Qualität und so. Und dann bis zum nächsten Part, der gleich aufgenommen wird, aber morgen für euch auf YouTube erscheint. Ja, ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ah, nicht nochmal speichern, ha.